Hallo liebe YouTuber und willkommen zurück auf meinem Kanal bei Until Dawn. Zuletzt sind wir mit der Seilbahn hinaufgefahren und jetzt schon langsam treffen sich alle Charaktere gemeinsam beim oder beziehungsweise vor dem Haus. So, gehen wir mal wieder hinein in das Spiel. Wir sind gerade bei der Pam, ich glaube bei der Jessica, bei der Seilstation. Und sie wartet auf ihren Mike. Was machen wir jetzt? Ein Handy oder Buch? Wir sind Teenager, wird eher ein Handy nehmen. Das hast du jetzt nicht getan. Nimm die Hände dahin, wo ich sie sehen kann. Du bist umzingelt. Aber wie könnte ich mich da noch wehren? Welche Wahl habe ich, eine sexy junge Rebellin, denn noch, als mich dem jungen, strammen Militäroberst zu ergeben, der mich festnehmen will? Wir nehmen den Schneeball. Sie wollen sicher spielen miteinander. Ich, keine Ahnung, wenn du es so sehen willst. Hey! Oh, klasse. Gut getroffen. Immer diese Quick-Time-Events, aber... Ja, noch jung und verliebt. Wow! Ah. Hey! Oh, ich hoffe, auf den Vogel wird jetzt nicht geschossen. Hallo! Komm schon! Hey Mike! Boom, Schakalaka! Okay, jetzt hast du mich. Schon okay. Jung und verliebt. Das merkt man. Du kannst dich nicht verstecken, Michael. Ich kenne all deine Tricks. Nein, auf den Vogel schießen wir sicher nicht. Nein, nein. Das tun wir nicht. Aber auf den Mike schon. Oh. So geht das. Ich finde dich, Jeff. Und dann was? Wow. Es reicht. Oh, wow, ja. Nichts da. Jetzt bist du dran. Hab dich, das war's. Endstation. Hast du mich jetzt flachgelegt? Ich weiß nicht. Ich glaube, das wüsstest du, wenn es so wäre. Okay, okay. Mal sehen. Sagen wir also mal, ich habe gewonnen. Du bist eine würdige Gegnerin, Miss Jessica, die Schneeball-Queen. Okay, das klingt fast schon reizvoll. My Lady? Ja, wir machen es lustig, wir machen den Schneeball. Ah! Okay. Okay, jetzt bist du dran. Sie haben gespielt. Tja, da fällt mir mindestens eine Sache ein. Ja? Aber du musst noch warten. Bis später. Wir sollten zur Lodge gehen. Ja, auch wenn es hier echt schön ist. Schaut's zu den anderen mal. Ich meine, ich könnte auch hier bleiben. Für ziemlich lange. Vorausgesetzt, ich könnte mit dir rummachen. Nur rummachen? In Gänsefüßchen. Tja, ich fürchte, irgendwo zwischen diesen Gänsefüßchen frieren wir uns zu Tode. Ja. Okay, wir haben gerade ein Status-Update wieder bekommen. Es kommt die Seilbahn wieder. Wer ist jetzt wohl drinnen? Da sind wir wieder. Und wie fühlen wir uns jetzt? Naja, okay. Okay. Ich hoffe, du warst in der Gesellschaft von guten Freunden seit der letzten Sitzung. Gehe ich davon aus? Dieses Mal versuchen wir, zu den Wurzeln deiner Ängste vorzudringen. Jetzt nimm dieses Buch und blättere darin. Du siehst da Sets aus Bildern und Symbolen. Ich möchte, dass du mir sagst, welches Bild in jedem Set dich jeweils am meisten verängstigt. Okay, dann schauen wir uns das einmal an. Männer machen mich nervös, Frauen machen mich nervös. Sagen wir mal, Frauen machen mich nervös.
Aber vor Flugzeug habe ich nicht wirklich Angst, vielleicht eher vor Gedränge. Ah, auch vor dem Ertrinken. Und was bringt das? Kann man manche Symbole zweimal auch? Oder wie? Nein, wir haben schon Vogelscheuche einmal gesagt, wenn wir nochmal Vogelscheuche sagen. Da finde ich Krähen fast beängstigender. Ha! Habe ich dich erschreckt? Verzeihung! Du machst das wirklich gut. Sei nicht nervös. Das ist der Doktor, ist unheimlich. Versuche es etwas schneller. Je mehr du dich auf deine Instinkte verlässt, desto ehrlicher sind die Antworten und desto aufschlussreicher wird dieses Erlebnis. Alle Symbole immer zwei, dreimal drinnen. Also ich versuche jetzt immer wieder dieselben Symbole zu treffen, die ich am Anfang getroffen habe. Das ist sehr interessant. Danke dafür, dass du so gründlich warst. Schlangen, Vogelscheuchen und Krähen. Tolle Kombination. Klingt perfekt für Freitagnacht. Okay. Tja, ich fürchte, unsere Zeit ist mal wieder um, aber ich verspreche, wir sehen uns bald wieder. Na, hoffentlich nicht. Du bist echt unheimlich. Sein Arzt, den würde ich hin. Der echten Welt nicht bevorzugen. Das muss ich euch wirklich sagen. Findet ihr das nicht ein kleines bisschen krass? Ach, komm schon, sie hat es verdient. Hannah! Was ist hier los? Wo will meine Schwester hin? Es war nur ein Spaß, Ham. Nein, ein Spaß war das nicht wirklich. Oh, verfluchte Scheiße. Nein! Und was der Mann die ganze Zeit mit der Machete möchte? Da bin ich auch schon. Erstmal muss ich sagen, ich bin super begeistert, alle meine Freunde wieder dabei zu haben beim alljährlichen Blackwood Winterausflug. Ich möchte wirklich ein paar schöne Stunden mit jedem einzelnen von euch verbringen und Augenblicke teilen, die wir nie vergessen werden. Zu Ehren meiner Schwestern. Ich muss erstmal zu Sam. Wow, hallo. Da ist aber jemand ganz schön freundlich. Und ich musste nach hinten. Und neben Josh, als Banknachbar. Boom. Schmetterlingseffekt. Mann, mit jedem Aufstieg kommt mir der Berg höher vor. Ach ja? Das denke ich mir auch immer. Okay, das ist jetzt der Josh. Der Bruder von der Hannah und von der Beth. Ist nachdenklich, liebevoll und kompliziert. Ach komm schon, du warst so oft hier. Für dich schrumpft er doch sicher. Ja, das stimmt wohl. Dann sorgst du mir mal für ein paar Handymasten. Ich habe schon Entzugserscheinungen. Hast du mal eine Million Dollar für mich? Dann kriegst du die Dinger sofort. Witzig, dass du das sagst. Ich habe sie in der anderen Jacke. Ups. Hey, Gang. War der Aufstieg okay? Hab mich gefühlt wie ein Packesel, aber hey, man kann nicht alles haben. Ja, also war ganz okay. Ein bisschen gruselig. Ich meine, schon seltsam, wieder hier zu sein. Das große Wiedersehen von allen jetzt beim Haus. Und
Wer keucht da die ganze Zeit so? Yo, 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 steigt hier oben bald die Party oder was? Klar, Mann. Und Matt und Emily sind ein Pärchen, ja? Ja, scheint so, Mann. Und was sagt Mike dazu? Ich hab das Gefühl, Mike hat schon alle Hände voll, so wie immer. Verdammt, das blöde Ding. Vereist? Was sonst? Vielleicht gibt's noch einen Weg rein. Es gibt 1000 Wege da rein, nur alle verschlossen. Es gibt sicher ein Fenster um die Ecke, das wir vielleicht aufmachen könnten. Warte mal kurz, du meinst also, wir sollten einbrechen? Ich glaub nicht, dass es Einbruch ist, wenn du da wohnst, oder? Hey, nicht, wenn ich die Cops nicht rufe. Geh mal voran, Kumpel. Also wir brechen jetzt in unser eigenes Haus ein. Okay. Hey Ash. Hey Chris. Kann man machen. Und alles klar? Ja, außer dass mir echt kalt ist und ich hier ein komisches Gefühl bekomme. Es ist ziemlich schräg wieder hier oben zu sein, ha? Ja. Okay, na dann schauen wir mal ums Haus herum, dass wir da reinkommen jetzt. Alle gemeinsam. Ashley sah heute verdammt heiß aus, oder? Also die Steuerung ist jetzt nicht die beste. Die schlägt ein wie eine Bombe aus dem Nichts, oder? Ich will ihr am liebsten den Parker runterreißen und mich mit ihr im Schnee wälzen, klar? Er steht sich's aber auch auf sie, also wir werden protestieren. Hey! Lass den Scheiß mal. Ja, ich meine, wenn du sie nicht flach legst, bestimmt ist Mike dran interessiert. Aber lässt du das vielleicht mal sein? Ruhig. Ich will doch nur sehen, ob bei dir da unten noch Leben herrscht. Ja. Hör zu, Alter. Sieh dich um. Sieh dir die herrlichen Berge an. Siehst du hier irgendwo Eltern? Ich meine, gibt's irgendwo ein perfekteres, super Szenario, so vollgepackt mit erotischen Möglichkeiten? Du und Ashley, endlich allein. Du hast die Vorarbeit geleistet. Du warst der perfekte Gentleman. Jetzt hol sie dir endlich in die Kiste! Vielleicht hast du recht. Du bist ein Killer, Bro. Keine Furcht, keine Gnade. Ich meine, sie wird nicht wissen, wie ihr geschieht. schon gut, kapiert. Wow. Okay, na dann gehen wir mal weiter. Also, wie lautet der Plan, um in die Lodge meiner Eltern einzubrechen? Ich hab nicht gesagt, ich hätte einen Plan. Ich dachte, du hättest einen. Denk dir was aus, Kumpel. Sonst hast du hier vier entzückende Ladies, die sich den Hintern anfrieren. Ich sag's dir gleich. So kriegst du sie nicht in die Kiste. Oh, shit. Keiner steht auf Frostbeulen. Okay, da blinkt etwas. Okay, da dürfte eine Axt oder so drinnen gewesen sein. Eine Axthalterung, ja, die ist weg. Okay. Verdammt, mir geht hier langsam der Saft aus. Jetzt verreckt mir auch noch mein GPS. Ja, 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 das nenne ich ja mal clever. Sehr gut. Okay, jetzt also ich versuche mit dem in das oben, in das Fenster reinzukommen. In der Kletterstunde mal besser aufgepasst. Du meinst Sport? Ja, da, wo man das Seil hoch muss. Oh. Zack. War ich das? Ich glaub nicht. Hier, nimm das. Oh, Chris, ich hab gerade eine Wahnsinnsidee. Ja? Absolut. Lass hören. Okay, also... Ich bin ziemlich sicher, ich habe noch irgendein Deo in einem der Badezimmer. Benutzt doch das mit dem Feuerzeug. Ich schnall das nicht. Wie soll uns ein Deo-Stift denn helfen? Spray, Mann. Es ist Spray. Oh, ja. Jetzt verstehe ich. Flammenwerfer. So wie bei unseren Spielzeugsoldaten. Die so schön schmelzen. Einfach das Spray ans Feuerzeug halten und... Bye-bye, vereistes Schloss. Bingo.
Okay, du kriegst es hin. Ich muss schnell was erledigen. Ist es okay, wenn du dich kurz allein durchs Dunkel kämpfst? Nein, aber ich mach's. Geh mit Gott, Partner. Dass die sich immer alle gegenseitig alleine lassen, also das finde ich immer recht, recht witzig an der ganzen Geschichte. So, was haben wir da unten liegen? Oh, wieder ein Totem. Da hat irgendwer gebrannt. Irgendwo hier sollte ein Feuerzeug sein. Aber das ist kein Feuerzeug. Ex-Hausmeister wegen Brandstiftung verurteilt. Racheschwur gegen Familie des Filmmoguls von Charles Scott, leitender Reporter. Victor Milgram 52 wurde gestern wegen schwerer Brandstiftung in Blackwood Pines zu 16 Jahren Gefängnis verurteilt. Milgram war 28 Jahre lang als Hausmeister in dem alten Berghotel angestellt gewesen. Er wurde jedoch entlassen, als Hollywood-Produzent Bob Washington das Anwesen kaufte. Die Urteilsverkündung endete mit einem aufsehenerregenden Zwischenfall. Der wütende Milgram beschimpfte Washingtons hochschwangere Frau Melinda lautstark mit wüsten Obszönitäten. Er nannte sie dreckige, was wisst ihr schon was, und schwör euch alle deinen beschissenen Mann und eure Kinder dran zu kriegen. Weiterhin drohte er, sie leiden zu lassen. Melinda hatte während der gesamten Verhandlung sichtlich um Fassung gerungen und erklärte später, dass sie zwar bestürzt über Milgrams Drohungen sei, sie allerdings vollstes Vertrauen in das Rechtssystem setze, um ihre Familie zu beschützen. Okay. Sehr interessant. Vielleicht hat der Hausmeister damit irgendwas zu tun, jetzt noch was in nächster Zeit hier geschieht. Aber vielleicht will der Hausmeister auch alle nur beschützen, weil eine höhere Macht irgendwie vielleicht hier in der Nähe ist. So, gehen wir da mal raus. Er hat gesagt, wir müssen ein Badezimmer suchen. So, gut, das ist nur ein Flur. Dann gehen wir einfach jetzt einmal entlang. Ah, da ist ein Bild. Okay, das können wir uns anschauen. Ah, echt cool. Das dürfte die ganze Familie gewesen sein, genau, Familienporträt. Ja, die zwei Töchter und der, ja, da waren alle drauf. Sehr gut. Auch schön, einmal die Familie zu sehen, wer da wirklich alle auch dahinter steckt. Was war das für eine Tür? Was war das denn? Ja, das freut mich auch gerade. Aber gut, zum Glück geht sie noch auf. So, jetzt sind wir im Haus. Jetzt ist die Frage, wo sind die Badezimmer? Das dürfte die verschlossene Tür sein. Genau, da warten alle drauf, dass er die Tür aufmacht. Oh. Hi Chris, wirklich witzig. Da, woran habt ihr mich erkannt? Solltest du nicht mal das Schloss öffnen oder sowas? Okay. Erschreckt die Mädels nicht so, bitte. So, wo wird das Badezimmer sein? Unten, oben? Abschlussfoto, okay. Okay, wo ist jetzt das Badezimmer? Wahrscheinlich wird das Badezimmer oben sein. Sind das die ganze Zeit für Stimmen da im Hintergrund? Also das macht das Spiel schon etwas gruselig. Da irre ich mich jetzt. Ist da oben gar kein Badezimmer?
Aber es hat doch jeder gar meistens oben das Badezimmer irgendwo. Oder nicht? Okay, scheint hier doch nicht so zu sein. Ah doch, da ist ein X. Ist das das Badezimmer? Gefunden? Da ist das Spray Server. Wow! So ein Dreck! Aber wir haben das Spray. Perfekt. So, liebe Leute, hier werden wir jetzt einmal für diese Folge einen Schlussstrich setzen. Ich hoffe, es hat euch die Folge gefallen. Wenn ja, lasst bitte ein Like da, abonniert den Kanal und ich hoffe, wir sehen uns wieder, wenn es heißt Let's Play Until Dawn mit dem Aqualads. Ciao, ciao.